Schlusspfiff in der kleinen Arena entstand. FCN, FV Ravensburg 1:2. Holger, durchwachsenes Spiel, würde ich mal sagen. Ihr habt gute Chancen gehabt, trotzdem verloren. Manches hat nicht klappen wollen. Wie hast du das Spiel erlebt und gesehen? Ja, ist natürlich jetzt gerade schwierig, so kurz nach dem Spiel, vor allem nach dem Spiel. Ja, ich würde sagen, wir haben uns viel vorgenommen, haben es nur bedingt geschafft, das alles umzusetzen. Und es hat so gefühlt, so ein bisschen die Frische gefehlt, zumindest gedanklich. Und ja, die Bereitschaft will ich jetzt keinem absprechen, aber in den entscheidenden Situationen waren wir einfach gedanklich vielleicht auch zu langsam oder... Ja, hat auch so ein bisschen die letzte Genauigkeit und Konzentration gefehlt. Also gerade im Spiel nach vorne, letzte Ball ist oft ins Aus, zu weit gespielt worden oder die Ballannahme hat nicht gepasst. Und ja, da müssen wir schleunigst dran arbeiten, dass es besser wird. Es ging auch ein bisschen darum, vielleicht den Anschluss an die Spitze zu halten. Ihr habt zwar ein Spiel weniger, 4 Punkte sind es, glaube ich, auch den zweiten gewesen vor diesem Spieltag. Ja, was ist mit diesen Gedanken oder denkt man da jetzt gar nicht mehr so drüber nach? Ja, also jetzt für einen Moment nach dem Spiel jetzt sowieso mal gar nicht. Ich glaube, jeder sollte jetzt erstmal von uns schauen, dass er irgendwie seine Leistung auf den Platz bekommt. Und so wie wir zurzeit spielen, brauchen wir nicht mal einen Gedanken daran verschwenden, irgendwie nach oben zu schauen. Das ist deutlich zu wenig und so haben wir zumindest in der Oberliga dieses Jahr nach oben keine Chance. Du bist ja in der Vorrunde oder Hinrunde warst du ja weg in Italien wegen einem Auslandssemester, Medizinstudium. Ja, wie hast du dich jetzt wieder zurück eingefunden? Ja, also mit der Mannschaft und hier im Umfeld findet man sich ja super schnell wieder ein. Natürlich ist es ein Senkrechtstart gewesen, sag ich mal, von 0 auf 100 direkt wieder. Es wird besser von Woche zu Woche, ich fühle mich immer besser und ja, alles andere, also es kommt nach und nach, ja, braucht Zeit ein bisschen. Ist es schwierig, das Studium mit dem Fußball zu vereinen? So ein Studium, Medizinstudium ist ja recht anstrengend und zeitaufwendig. Ja klar, also man braucht natürlich mehr und besseres Zeitmanagement als früher, vielleicht in der Schule. Aber ja, der Verein kommt mir da auch super entgegen. Also die können sich auf mich verlassen, wenn ich mal wirklich Stress habe im Studium und es nicht ins Training schaffe. Wissen die, dass ich mich fit halte. Andersrum versuche ich umso mehr dann immer alles zu geben, wenn ich da bin. Und ja, bisher funktioniert's und solange das so funktioniert, werde ich es auch weiter so durchziehen. Ja, Mittwoch natürlich der große Kracher. Halbfinale im Pokal gegen SV Waldhof Mannheim. Von heute aus betrachtet muss man sich steigern, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze, wie man so schön sagt. Ja, kannst du uns auf das Spiel einstimmen und sehen, wie, sagen wir, die Chancen sind und so weiter? Fällt mir jetzt im Moment sehr schwer. Es wird natürlich nochmal eine andere Hausnummer und wir haben uns heute schon schwer getan. Aber klar, also wir waren in den letzten Jahren immer eine Pokalmannschaft. Vielleicht in den Zeiten vielleicht ein Ticken in einer besseren Verfassung. Werden wir sehen, was am Mittwoch kommt. Das Flutlichtspiel, das Abendspiel bei uns zu Hause. Werden viele Zuschauer da sein, gute Stimmung. Und es pusht vielleicht nochmal. Die paar Prozent, die uns gerade im Moment fehlen, kann es vielleicht pushen. Und wer weiß, vielleicht landen wir hier und bringen wir einen kleinen Paukenschlag und schaffen es ins Finale. Werden wir sehen. Holger, vielen Dank fürs Interview und toi, toi, toi. Dankeschön.